Dieses sympathisch adrette Zuckerstückchen verdient Millionen mit OnlyFools und jetzt nicht Cent, sondern wirklich Euro. Sie ist aber natürlich nicht im horizontalen Gewerbe, nein, sie ist Model. Und dass es überhaupt möglich ist, mit sowas mehr als 1000 Euro im Jahr zu verdienen, sagt leider auch einiges über den Zustand des heutigen Mannes aus. Ja, wie kann man so lost sein, für sowas Geld auszugeben? Diese Typen müssen aber wirklich ganz schön verzweifelt sein. Wir hören heute mal in ein paar haarsträubende Aussagen rein. Kollegin Saschka hat ein ganz gutes Video dazu gemacht. Let's go. OF Creator. Meistens Mädels, die auf verschiedenen Seiten freizügige Fotos hochladen, bis hin zu gar keine Kleidung und somit teilweise bis zu 1 Million oder mehr im Jahr verdienen. Einige auch im Monat. Dass man auf diesen Seiten im Monat viel Geld verdienen kann, ist für euch wahrscheinlich nichts Neues. Und wenn ich jetzt einen Monat zum Beispiel nicht wirklich aktiv bin, dann mache ich um die 70.000. Ja, 70.000. Und K ist jetzt keine Abkürzung für Euro, sondern für 1000 Euro. Da muss man jetzt dazu sagen, die sah ja wenigstens noch gut aus, aber trotzdem, wer zum Geier zahlt dafür Geld? Wie wollen Männer jemals wieder ernst genommen werden, wenn du 70.000 Euro im Monat als OnlyFools-CreatorInnen verdienst? Selbst wenn du noch so gut aussiehst als Frau, ist das völlig absurd, da mehr als 70 Euro im Monat mit zu verdienen. Aber man muss auch dazu sagen, der Markt gibt's ja her. Die Männer sind blöd genug, also gibt's natürlich auch Frauen, die clever genug sind, das auszunutzen. Die Noten sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Eine Influencerin fiel damit auf, dass sie eine Empfehlung für eine Erwachsenenseite abgab, auf der man schneller entdeckt werden kann und mit Nackedei-Fotos Geld verdienen kann. Und ihr wisst ja, die OF-Seite ist ja einer der bekanntesten Plattformen in dieser Richtung. Also da postet man halt freizügigen Nackedei-Content oder auch mehr und kann noch mehr, so ganz harmlos alles. Ich bin der liebste und beste Mensch. Ein bisschen Geld dazu verdienen. Es gibt aber noch mehr Plattformen außer diese eine. Und eine ist ziemlich neu, also die ist auch schon ein paar Jahre auf dem Markt, aber noch nicht, bei weitem noch nicht so groß wie OF, Forbased. Ich habe es euch hier mal verlinkt. Wie gesagt, ich finde die sehr, sehr toll, weil es einfach auch viel einfacher ist, dort Reichweite zu generieren, weil die einfach ein ganz anderes Konzept haben. Sie sind viel einfacher. Ja, schaut euch da mal um. Dabei betont sie akribisch, dass es sich nicht um Werbung handle. Ja, natürlich. Ja, ist natürlich Werbung. Sondern um eine Empfehlung, weil so viele gefragt haben. Es ist wirklich so eine Empfehlung von mir. Ich bekomme von der Firma jetzt wirklich nicht irgendwie so mit XY, also das ist keine Kooperation hier. Dann ist es ja super moralisch, den Leuten das zu empfehlen, sich da im Internet zu prostituieren. Und hoch, das schlimme Wort, aber wie nennt man das nochmal, wenn man seinen Körper für Geld verkauft? Die Noten sind raffiniert. Das ist wirklich eine Empfehlung, weil ich weiß, dass viele das machen möchten und ich glaube ihr sogar, dass einige gefragt haben. Denn wenn man öffentlich postet, dass man über 1 Million Euro im Jahr verdient, dann gibt es mit Sicherheit Nachfragen. Auf Kritik reagiert sie nicht oder weicht aus mit empowernden Fotos und Sprüchen. Anne rät anderen, sich online zu prostituieren und sich bei OF anzumelden. Applaus, Anne. Ich rate dir nicht, dich für Geld auszuziehen. Nein. Kurz und knapp. Forbased. Ich habe es euch hier mal verlinkt. Und warum OF und Co. hat zufällig verlinkt. Immer noch alles andere als empowernd sind, immer noch zu sehr verharmlost werden. Ich verdiene auf jeden Fall viel mehr als manch CEO. Ja, du leistest ja aber auch viel mehr und trägst ja auch viel mehr zum gesellschaftlichen Wert bei als die meisten CEOs. Gut, je nach Firma. Und das empowert mich auf jeden Fall. Ja, mich auch. Sie geht mit dem Thema relativ offen um und scheint nur Positives darüber zu berichten. Sie sagte mal unter anderem, dass sie das für die Altersvorsorge ihrer Kinder tut. Ja, danke Mama. Danke. Wir sind richtig, richtig stolz. Danke. Ja, vielleicht kann man irgendwann sogar ein kleines Familienunternehmen draus machen. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Obwohl es laut ihr eine eher kleine Einnahmequelle ist, was mich wundert. Also ist sie Jeff Bezos oder was ist denn eine große Einnahmequelle bei ihr? Kritisiert wurde das Ganze von Yvonne Muhlen vor einiger Zeit. Genau, die Lady kommt jetzt noch, die ist auch in diesen Sumpf reingeraten und warnt jetzt davor. Und ihr Fokus gerade bei den Videos lag darauf, die Schattenseiten des Themas aufzuzeigen. Und dabei sind wir schon beim springenden Punkt. Erotikbranche, Erotikmilieu, Camgirls, Erwachsenenfilme, Erwachsenenfotos. Begriffe, die von den meisten Personen nicht so genannt werden, sondern oftmals fällt der Begriff Creator. Model und Creator. OF Creator als Beispiel. Zwei
Leute zu interviewen, die OnlyFans-Creator sind. Oder eben Nackedei-Fotos. Und dadurch... Also alles ganz harmlos. Kann man einfach mal so machen, ein bisschen Geld dazu verdienen. Macht gar nichts mit deiner Psyche als Frau und ist auch super generell für die Welt. Wird das Ganze ein wenig verharmlost. Es wird vor allem aufgespalten. Ich möchte nicht, dass Prostitution und das Online-Business in einen Topf geschmissen werden. Es sind auch völlig verschiedene Sachen. Es ist ja Online-Business. Es ist ja ein Geschäft. Es ist so ähnlich, als hättest du jetzt ein Fahrradgeschäft eröffnet. Das hat überhaupt nichts mit Prostitution zu tun. Man ist OF-Creator. Du bist Model. Es wird immer wieder von Model gesprochen. Model, Creator. Aber niemand nennt so das Kind beim Namen. Du bist ein Erotik-Model in der Pornoindustrie. Das ist ja immer noch schwer euphemistisch ausgedrückt. Das wird dich ein Leben lang begleiten. Sei es, wenn du das nur für ein, zwei Jahre machst. Der Content, der Erotik-Content ist... Der Content. ...erstellt. Und das ist das Gefährliche, dass die Leute von Model oder Creator sprechen und dann von Nackedei-Fotos. Du gehst auf die, du meldest dich, also dann meldest du dich auf dieser Plattform an und das ist alles gar nicht so schlimm. Dann verschwimmen die Grenzen, weil Männer sehr gut manipulieren können, bis sie an ihr Ziel kommen. Jetzt sind die Männer auch so ein bisschen schuld. Wie du es als Mann machst, machst du es verkehrt. Ja, diese extrem berechnenden Only-Fools-Bezahler, die sind so manipulierend und deshalb lassen die Frauen lassen sich da rein manipulieren. Das ist schon wieder eine wilde, ja, obwohl sie ja gut ist hier, muss man sagen, sie kritisiert das Ganze, aber da muss ich mich jetzt doch ein bisschen drüber wegschmeißen. Diese kalkulierenden, berechnenden Männer, die nicht völlig verwirrte Trottel sind, die Geld für irgendwas ausgeben, was du, selbst wenn du es haben willst, was ich schon nicht empfehle, natürlich auch umsonst bekommst. Ach nee, generell empfehle ich ja Finger weg von dem ganzen Kram. Vielleicht einfach dein Leben vorwärts bringen und leben, dann hast du den ganzen Käse auch gar nicht nötig. Aber diese verzweifelten Sims sind jetzt natürlich trotzdem alles Masterminds und manipulierende Masterminds auch in ihren machtvollen Hinterzimmern. Du machst Fotos, die du eigentlich gar nicht machen willst. Naja, eigentlich willst du das gar nicht. Das ist keine freie Entscheidung, da reinzugehen. Und ja, natürlich gibt es das auch, dass Frauen da reingetrieben werden und was weiß ich was. Und ja, einfach sich nicht mehr anders zu helfen wissen und Geldprobleme haben. Ja, natürlich gibt es das auch. Aber auch heißt ja nicht, dass das typisch ist. Diese Fotos landen im Netz, diese Videos landen im Netz. Du kannst danach, und das ist das Gefährliche, dass die meisten sich nicht über das Leben danach Gedanken machen. Ich habe Gott sei Dank nur diese eine Serie gemacht, die mir so ein bisschen immer noch, ne, womit ich versucht werde zu erpressen, womit man versucht mich zu denunzieren, immer noch. Ja, also das ist heftig, aber es ist so. Eine Perspektive, die aktiven Beteiligten nie so deutlich sagen, sondern erst die Aussteiger danach. Wenn du auch noch Geld damit verdienen kannst und die Männer glücklich machst, hast du sowas wie eine Win-Win-Situation. Also so ein Scheißgelaber, kann sich doch kein Schwanz anhören. Ja, die Männer gewinnen unheimlich viel davon. Ja, gut, sie geben halt ihr Geld ab, aber das allein das tut ja schon gut und macht Spaß. Man will ja helfen, man will ja unterstützen. Ja, die Männer haben so das Helfen. Ne? Und du kriegst ja auch so unglaublich viel auf OnlyFoods, wenn du da dein Geld lässt. Ich glaube wirklich, es hackt. Und das Problem ist, dass nur die wenigsten Frauen oder auch Männer, aber in den meisten Fällen sind es Frauen, die eben diesen Markt dominieren, wirklich davon leben können. Das ist ein extremes Problem, dass Leute nicht von Prostitution leben können. Das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass Leute da in der Regel nicht von leben können, weil es vielleicht auch nicht das Allergeilste ist. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit einem Beruf, mit einem Job? Ja, man könnte ja auch tagsüber was machen und ja, seine Freizeit mit einem Job ausfüllen. Oh, ist das langweilig. Lass mich bitte mit diesem Schwachsinn in Ruhe. Stichwort Selbstwirksamkeit und Psychologie und Selbstbewusstsein, diese ganzen wilden Konzepte, die ich immer empfehle. In vielen Interviews geben die Darstellerinnen an, in ihrem Job unglücklich gewesen zu sein, unflexibel, zu wenig verdient zu haben. Einige haben schon während ihres normalen Jobs mit dieser Tätigkeit... Ja, willkommen in der Wirklichkeit. Ja, willkommen in der Welt der Männer. Willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin! Nee, Moment, Männer sind ja privilegiert. Sorry, wenn sie weiß sind, zumindest. Und hetero. Da habe ich natürlich nichts gesagt, das war Quatsch von mir. Entschuldigt bitte. I guess I forgot that you'd ever, ever make a mistake! Also, ich habe damit angefangen und ich dachte so, ich werde bestimmt so meine vielleicht 3.000 bis 5.000 verdienen. Allein 3.000 bis 5.000, sie meint sicherlich monatlich. Allein diese Erwartungshaltung, ich könnte da 3.000 bis 5.000 im Jahr mit verdienen, ist sowas von absurd. Und dass das klappt, wie gesagt, das kann man noch nicht mal den Frauen
ankreiden, weil die Männer würden es ja genauso machen. Wenn wir jetzt für ein paar nackte Fotos einfach 70.000 im Monat verdienen würden, beziehungsweise das ist ja ihr schlechtester Monat, sozusagen. Ja, was glaubt ihr, was die Männer dann veranstalten würden, was da für wilde Fotos bei rumkommen würden? Fett, hässlich, vorstehende Zähne, total hässliche Pferdegesichter. Deshalb, das kreide ich natürlich vor allem den heutigen Männern an, dass sowas überhaupt möglich ist, dass die Männer so wenig nachdenken und einfach sich ihrer aktuellen Psychologie ergeben, anstatt mal ein bisschen an sich zu arbeiten und ihr Leben auf die Kette zu kriegen. Du willst das Unmögliche. Und macht das so als Nebeneinkommen so parallel? In den meisten Fällen ist es aber so, dass die Frauen, die in dieser Branche tätig sind, da eher aus einer misslichen Lage kommen, aus einer Not heraus. Sie brauchen dringend Geld und das ist ihr einziger Ausweg. Du wachst ja nicht auf und sagst, oh, ich werde jetzt Stripperin oder ich werde Darstellerin in der Szene. Ne? Eine von 1000 Frauen vielleicht. Das heißt, du rutscht in die Branche rein durch Umstände, wie bei mir aus der Not heraus, wie bei meiner damaligen Kollegin und Freundin aus der Not heraus, weil sie Eltern sie auf die Straße geworfen haben und sie manipuliert wurde vom Mann und dann da. Ja. Manipuliert vom Mann wieder. Natürlich gibt's das, aber ja, die Ausrederei ist immer schnell gefunden, natürlich, um das zu rechtfertigen, was man da veranstaltet hat. Und eine von 1000 rutscht da rein, also bitte. Ja, die werden alle da rein gezwungen in Only Fools. Ja, ganz klar. Dann da arbeiten gegen auf St. Pauli. Du machst das als Frau eigentlich aus der Not heraus und nicht, weil du, oh mein Gott, das werde ich jetzt. Und das ist Auf St. Pauli ist natürlich nochmal was anderes, auch wenn das die gleiche Sparte und Branche ist, sage ich ja hiermit auch. Natürlich ist das nochmal ein anderes Level, aber natürlich sind jetzt nicht alle von irgendwelchen manipulativen Männern oder von Geldnot zu Onlyfools gezwungen. Und das ist bei den meisten, also meiner Erfahrung ist das so, ne? Bei den meisten Frauen das Ding. Willst du also dafür verantwortlich sein, wenn eine Frau das aus der Not heraus macht und dann abrutscht und es ihr schlecht geht? So, diese Frage muss man sich stellen. Anne Wünsche geht deswegen in meinen Augen über Leichen, wirklich. Also ich finde es verantwortungslos, dafür Werbung zu machen und dazu zu animieren. Ja, hat sie recht. Es sind so viele Single-Mütter, die jetzt auf OnlyFans sind und verdienen gerade mal 200 Euro im Monat. Und das ist jetzt wenig, oder was? 200 Euro im Monat auf OnlyFools ist ja schon 200 Euro zu viel. Ja, das ist, wie gesagt, normalerweise muss man ja arbeiten gehen, wenn du sagst, ich will 200 Euro mehr im Monat haben. Das muss ja irgendwo herkommen und nicht einfach aus der Luft. Aber bei OnlyFools, da kommt es halt aus der Luft, weil die Männer die Luft in der Rübe haben, die dafür bezahlen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Lass das einfach mal so stehen. Ein Punkt, der immer genannt wird von erfolgreichen Creatorinnen, ist, dass die Männer auf der Plattform alle so super nett sind und denen würde es ja gar nicht immer um dieses Sexuelle gehen. Nein, natürlich nicht. Und manchmal wollen die auch einfach nur Urlaubsfotos. Und guckst auch die Bewegtbildproduktion, die halbnackten Bewegtbildproduktion. Produktion guckt man auch immer nur wegen der schönen Musik, der geistreichen Dialoge und der schönen Häuser im Hintergrund. Ihr wisst, dass es so ist. Austauschen und manchmal finden die sogar Freundschaften. Also es ist nicht alles immer in einem erotischen Bereich. Das sind richtig geile Freundschaften. Also richtig auf Gegenseitigkeit. Da kannst du einfach alles erzählen. Durch dick und dünn ist sie für dich da, außer wenn die Überweisung, wenn der Dauerauftrag mal hängen bleibt. Mit den meisten schreibe ich wirklich über die alltäglichsten Dinge, also dieses Smalltalk einfach. Wie geht's dir? Was machst du? Schreib es auch gerne rein. Ne? Du möchtest reinschreiben, dich austauschen. Manche Leute schicken da auch einfach so Urlaubsfotos oder so rein und sagen, guck mal, ich war gerade im Urlaub und so, hab an dich gedacht oder sowas. Also es ist nicht immer alles komplett nur erotisch. Aber wie echt ist das? Und natürlich extrem. Echt, sie ist so kurz davor, immer diese Männer in Anführungszeichen zu daten, die Urlaubsfotos schicken. Sie ist einfach ganz, es fehlt nicht mehr viel, sie ist ganz kurz davor, jeden einzelnen davon zu daten. Aus ihrer Sicht, aber die Realität ist ja an sich anders. Denn die Männer geben ja nicht Geld für eine Person aus, wegen ihrem ach so tollen Charakter. Was? What? Weil sie ein paar Urlaubsfotos austauschen wollen. Das sind Fälle, die vielleicht vorkommen, aber die meisten Männer gehen ja auf diese Plattform, weil sie dich eben nackt sehen wollen. Das ist jetzt Quatsch. Das ist doch Quatsch. Judäische Volkshorn, Quatsch. Ich verdiene auf jeden Fall viel mehr als manch CEO.
Wie gesagt, du leistest ja auch mehr als die meisten CEOs. Und das empowert mich auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, das empowert auch bestimmt andere Frauen, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Ich möchte eben... Ja, einen anderen Weg. Nicht irgendwie so tagsüber mal arbeiten gehen und die Psychologie vielleicht auch auf der Kette haben, seine Würde auch behalten und vielleicht nicht für alle Ewigkeiten nackt im Internet auftauchen. Das ist alles Kinderkram von gestern. Dass das klar ist, dass du nicht selbstbestimmt bist in dieser Branche. Dir muss bewusst sein, dass du als Befriedigung giltst, dass du nur als Vorlage giltst, dass der... Was denn für eine Vorlage? Was meinst du denn? Komm bloß nicht auf komische Gedanken. Der Mann das bei dir holt, im Chat, bei OF oder deine Fotos, die sie von dir verlangen oder als Tänzerin oder als... Die sie von dir verlangen. Darsteller, egal wo in der Branche, das bei dir auslassen, weil sie keinen Respekt vor dir haben, vor dir als Frau. Die holen sich das bei dir, nämlich was sie zu Hause niemals ansprechen werden oder verlangen würden von ihrer Ehefrau, von ihrer Partnerin und so weiter. Meine Frau steht hier nicht zur Debatte. Sie davon ausgeht, dass da so viele auch eine Ehefrau und eine Partnerin haben. Ja, gibt es natürlich auch, aber die meisten sind natürlich absolut verzweifelte Sims. Und ja, das ist auch tragisch, der Zustand der Männer, dass sowas überhaupt funktioniert. Ja, das können auch nicht alle Männer immer was dafür, dass sie so tief abrutschen und so hardcore heftige Sims werden, um sich da herabzulassen und da Geld hinzuspenden für ein bisschen Aufmerksamkeit. Zeigt ja auch, wie schlecht es teilweise den Männern heutzutage geht. Aber manchmal bin ich halt alleine, weißt du? Ich nicht alleine. Wir genau wissen, dass es nicht normal ist, dass das verstörend sein könnte, dass das krankhaft eventuell ist. Und das ist genau der Punkt. Du befindest dich in keiner schönen Branche, die dich mental weiterbringt, sondern die dich richtig runterzieht. Du lernst in dieser Branche, und das ist meine Erfahrung, den Abgrund der Menschheit, was Männer angeht, kennen. Ja, das finde ich gut, die Aussage, das stimmt. Wir befinden uns ja hier im straffreien Raum. Die Männer tun ja jetzt nichts, was verboten ist, aber tun das, was verstörend sein könnte. Und dir als Frau muss das bewusst sein. OF ist nicht einfach nur eine Modelseite, wo ein bisschen Nucky-Dye-Fotos sind. Kannst du machen, verdienst aber dann keinen Cent, wenn du ein bisschen Bikini machst, weil einfach immer mehr, weil es immer Models gibt, die mehr machen, viel mehr machen. Und Models. Das ist das Gefährliche. Du kommst in diesen Sumpf, in diesen Strudel. Du musst immer mehr machen, damit du überhaupt Geld machst, damit die Leute bei dir überhaupt bezahlen. Egal, ob das Erotikfotos sind oder Filmchen sind oder Tanz oder egal was ist. Du wirst verleitet, immer mehr zu machen, immer über deine Grenzen zu gehen. Du wirst dazu genötigt. Du wirst genötigt und verleitet, über deine Grenzen zu gehen. Über deine Grenzen herauszugehen, wenn du finanziell in der Notlage bist. Und das tun viele. Warum bist du denn finanziell auch in einer Notlage? Warum tust du denn sowas? Und ja, Inflation und Co. und so weiter, aber die Männer machen ja jetzt auch nicht millionenfach Onlyfans, sondern die gehen einfach arbeiten. Ja, ist ja jetzt nicht so ein verrücktes Konzept. Wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du irgendwas Sinnvolles tun oder irgendwo arbeiten gehen. Und ja, nicht jeder Job ist sinnvoll, aber so sinnlos wie Onlyfools gibt es natürlich überhaupt nichts, was beide Geschlechter völlig zerstört. Und ich bin auch in unschöne Situationen gekommen. Es gibt da draußen Material von mir, was nicht so ganz mit meiner Zustimmung aufgenommen wurde. Also das sind halt auch für mich Situationen, die nicht schön sind. Die muss halt wirklich... Nicht so ganz? Was heißt das? Die muss halt wirklich bewusst sein, wenn du einmal in die Branche einsteigst, bist du drinne und du wirst nie wieder rauskommen. Nacktfotos, Clips, egal was du gemacht hast in dieser Branche, wird dich das ein Leben lang bis zum Tod halt, verfolgen. Ganz, ganz viele würden gerne gewisse Wege gehen, trauen sich aber nicht, weil sie halt einfach Angst haben vor der Reaktion vom Umfeld, von Freunden, Familien. Wie gehen die damit um? Was ist, wenn die das rausfinden? Ja, so als hättest du dich mit einem sinnvollen Business selbstständig gemacht und die Familie wäre so ein bisschen skeptisch. Bla, bla, bla. Was immer. Bla, bla, bla. Mhm. Und auch meine Kinder, wenn die irgendwann mal zu mir kommen werden und sagen, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du das machst, werde ich es trotzdem weiterhin machen. What? Sie ist einfach zum Verlieben. Meine Kinder eher dazu zu stärken, lebe dein Leben, egal was andere davon halten, es ist dein Leben. Was mir lebe dein Leben, melde dich bei OnlyFools an.
Danke, Mama. Vielen, vielen, vielen Dank. Was mir persönlich in diesen Interviews immer auffällt, ist die Motivation der Erotikmodels. Unabhängigkeit, selbstbestimmtes Leben, dass man der Familie ein Leben in Reichtum ermöglicht, beziehungsweise denen einen vollen Kühlschrank nach Hause bringen kann. Auch wenn jetzt Leute sagen, ja gut, die kauft denen nur ein Haus, weil durch Ausziehen, so diese ganzen Hate-Kommentare, hat die alles nur geschafft, weil sie halt sich auszieht. Ja, true, okay, ich ziehe mich nur aus, auf jeden Fall, so, ja, wie das jetzt viele sagen würden. Aber weißt du, von den Leuten, die das alle kommentieren, die wenigsten davon würden ihren Eltern ein Haus kaufen können. Aber kommentieren das halt trotzdem. Weißt du, wie ich meine? Teilweise wird das so dargestellt, als ob es auf dem normalen Wege unmöglich wäre, ohne OF oder ähnliches einen vollen Kühlschrank zu haben und seiner Familie ein Haus zu kaufen. Gut, seiner Familie ein Haus zu kaufen, das wird mit einem normalen Job eher nicht funktionieren. Ja, das funktioniert ja heutzutage noch nicht mal, wenn du einen guten normalen Job hast, wenn die Frau nicht zusätzlich arbeiten gehst, so wie das bei den Simpsons früher war. Letztens noch interessanterweise gesehen, ja, die Simpsons ist dann 1988 oder 99 kreiert worden und da geht doch, glaube ich, auch nur er arbeiten und sie haben 2 oder 3 Kinder sogar und es reicht trotzdem für ein Haus, obwohl er jetzt nicht der Allercleverste ist. Also früher wäre das vielleicht gegangen mit einem normalen Gehalt, ein Haus zu unterhalten und eine Familie. Heutzutage geht das ja dank der lieben Politik und Inflation nicht mehr. Man sollte Frauen dazu ermutigen, in ihre Bildung zu investieren und du brauchst nicht viel Geld, um dich zu bilden und zur Schule zu gehen oder eine Fernschule zu machen oder eine Abendschule zu besuchen oder mit Kind. Es gibt alle Möglichkeiten, sich fortzubilden. Es gibt also genügend dann auch Jobs, die gut bezahlt sind. Mein Kanal. Ja, gut. Gut. Habe ich damals gemacht, auch genau aus dem Grund, dass ich erklären möchte, wenn du ins Milieu abgerutscht bist, und ich bin abgerutscht in dieses Milieu, dass du es trotzdem herausschaffen kannst. Und das ist für mich Female Empowerment, dass du dich bildest, dass du dich für dich einstehst, dass du für dich kämpfst, dass du für dein Recht kämpfst, dass du dein Leben in die Hand nimmst und dass du dir mehr wert bist, als ich kann mich nur als Frau ausziehen, um Geld, also um reich zu werden. Ist es das? Kann eine Frau nur das, um Millionen zu verdienen? Nee. Doch. Wenn man jedoch liest, dass man mit OF mehr Geld als ein Chefarzt oder CEO verdient, ist der Anreiz natürlich auf den ersten Blick dort viel größer. Viele dieser Frauen hatten bereits vorher eine Reichweite, eine Basis. Ich weiß nicht, wo ich war. Ich weiß nicht, vielleicht so bei 150k okay. Follower. Ja, 150.000 Follower, das heißt, sie wurde da reingetrieben aus Geldmangel. Steckten nicht in finanziellen Schwierigkeiten, sondern hatten die Wahl zu entscheiden, weil eine Nachfrage da war. Ja, weil es ja eben so hieß, als wären sie alle da reingetrieben worden, als wäre das der gängigste Fall. Nein. Unbekannte Mädels sehen diese Beiträge und denken sich, sie könnten es auch schaffen. Doch hierbei sagt eine der OF-Creator selbst, mit 1.000 Followern brauchst du kein OnlyFans anfangen. Es lohnt sich nicht. Er sitzt da wie so ein wirklich wie so ein CEO und ihr Geschäftsmodell und so weiter. Dabei zieht sie sich halt für Geld aus. Ja, die Welt ist verrückt geworden. Die ganze Welt verrückt geworden! Du brauchst auch nicht mit 10.000 Followern OnlyFans machen. Weil ich denke mir halt so, es lohnt sich für dich nicht, sich komplett... Da sitzt da wie so ein Business-Coach, die gerade ihr geiles Business-Modell beschreibt. ...auszuziehen, wenn du dann am Ende deine 3.000 Euro mit nach Hause nimmst. Wie viele Menschen leben nicht ihr Leben, wie sie es gerne hätten, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden? Und das möchte ich vermitteln. Das vermittle ich ja auch und meine Lösung ist dann natürlich auch, melde dich bei OnlyFools an. Dass du dein Leben zu leben hast, so wie du es gerne hättest und nicht wie andere es gerne für dich hätten. Ja, zu Tränen rührt einen das. Hören Sie auf, mir kommen gleich die Tränen. Du musst dir vorstellen, in Deutschland als OF-Girl hast du es natürlich viel, viel schwerer als in Amerika. In Amerika ist OnlyFans so, da wundert es eher Leute, wenn du es nicht hast als Frau. Absolut, in Deutschland hast du es extrem schwer, diese Arbeitsbedingungen als OnlyFools, Model und Creator. Zieht euch gerne mal das Video hier rein, das schlägt dem Fass fast noch mehr den Boden aus. Und wir sehen uns im nächsten Video. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original.